Heute zeige ich euch, wie ihr das selbst hergestellte Hefewasser ganz einfach trocknen könnt und probiere gleich mal aus, welche Variante besser ist. Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Ich habe für euch Hefewasser einmal getrocknet und teste hier das gerade aus. Dieses Brot mit den Ziffern 1, 2, 3 ist das Ergebnis. Und wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch gerne einmal in diesem Video. Ihr habt euch dieses Video gewünscht und zwar wolltet ihr gerne einmal das Hefewasser trocknen lassen. Das ist besonders gut, wenn ihr zu viel habt oder auf Reisen seid oder einfach nicht zum Backen kommt. Und da habe ich mir natürlich gerne einmal etwas überlegt. Und durch mein Sauerteig-Video, zeige ich euch mal hier oben rechts, verlinke ich euch das nochmal, kam ich auf die Idee, das Hefewasser mit Mehl zu vermischen und dann einfach auf einem Backblech mal zu trocknen. Und wie schon in meinem Video mit dem Hefewasser einfrieren, verlinke ich euch auch nochmal oben rechts, wollte ich natürlich ausprobieren, was hierbei die beste Methode ist. Denn meine Vermutung ist einfach, wenn die Hefe erst einmal ein bisschen mehr Zeit hatte, sich mit dem Mehl zu verbinden, dann ist sie später auch wieder triebfähiger. Das heißt, ihr könnt viel besser damit backen. Ich habe also 300 Gramm Mehl meiner Wahl genommen, dann 300 Milliliter Hefewasser, das miteinander vermengt, das habt ihr ja gerade gesehen. Und dann nehme ich hiervon erst einmal 100 Gramm direkt nach dem Vermengen ab und verstreiche das dann auf dem Backblech. Und das andere lasse ich erst einmal gehen. Das heißt, ich teste das wirklich einmal ganz ausführlich für euch aus. Hier könnt ihr sehen, ich stelle es einfach bei Zimmertemperatur zur Seite. Und die anderen 100 Gramm, die verstreiche ich und zwar so dünn wie möglich und lege es zur Seite und lasse es auch bei Zimmertemperatur trocknen. Wenn ihr ein Dörrgerät habt, dann auch gerne das. Oder wenn ihr ein Messgerät habt und sehen könnt, dass der Backofen nur noch so 30 bis 40 Grad hat, dann könnt ihr auch das verwenden. So, und nach 12 Stunden, also ich habe wirklich das jetzt ein bisschen schneller gemacht als bei den Hefewasser einfrieren. Da könnt ihr sehen, der Teig hat richtig gut gearbeitet und dann dachte ich, okay, das wird jetzt die perfekte Variante. Mach nochmal meine Waage und hier kann man schon sehen, der Teig ist ein bisschen flüssiger geworden als am Vortag. Ich nehme wieder die 100 Gramm ab. Und falls ihr mal einen Videowunsch zu der selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser habt, oder ihr einfach nochmal Fragen habt oder irgendetwas noch nicht klar ist, oder es einen ganz tollen Teig gibt, ein ganz tolles Gebäck, was ihr schon immer mal machen wolltet und euch aber mit dem Hefewasser noch nicht traut, dann lasst es mich gerne einmal unten unter den Kommentaren wissen. Ich unterstütze euch gerne und helfe euch natürlich dabei. Und ich habe noch eine ganze Liste, die ich da gerade nebenbei am Abarbeiten bin. Und es macht mir unheimlich Spaß, euch diese Sachen einmal zu zeigen. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich wirklich immer sehr. Und am besten teilt ihr dieses Video auch mit Menschen, die noch nicht wissen, wie man Hefewasser selber macht und ganz einfach leckeres Gebäck damit macht. Denn es ist unheimlich gesund. Und gerade kürzlich hatte ich eine ganz tolle Abonnentin, die mir geschrieben hat, dass sie nach 2 Jahren endlich wieder Brot und Gebäck genießen kann und sich riesig darüber freut. Und das macht mich wiederum glücklich, weil ich weiß, dass ich mit meinen Videos euch etwas Gutes tue. So, 100 Gramm sind wieder verstrichen, gehen zur Seite und dürfen trocknen. Und nach weiteren 12 Stunden hat der Teig tatsächlich schon ein bisschen die Kraft verloren. Aber das ist ja auch nur ein Experiment, deswegen ist das alles in Ordnung. Und da gebe ich den Rest natürlich jetzt auch nochmal auf mein Backpapier, verstreiche es so dünn wie möglich und lasse das auch trocknen. Bei mir ging das so circa 2 Tage, es kommt immer drauf an. Hier bei dem ersten, oben rechts seht ihr auch, ich habe es nummeriert, da war das tatsächlich so, dass es unten noch ein paar feuchte Stellen waren. Das heißt, ich habe da die Stücke einfach genommen und nochmal auf dem Backblech über Nacht nochmal durchtrocknen lassen, dass es wirklich komplett und vollständig abgetrocknet ist. Hier könnt ihr das sehen. Ich hatte mir nämlich schon eine Schüssel vorbereitet und dachte, super, ich kann gleich weitermachen, aber hier könnt ihr das erkennen. Da ist es noch ein bisschen feucht gewesen, also blieb das jetzt nochmal über Nacht. Und dann habe ich Schüsseln genommen, die ich nummeriert habe. Ich wollte wirklich nicht durcheinander kommen. So, und das packe ich jetzt einfach mal in eine Schüssel
Und so verfahre ich mit allen. Dadurch, dass ich die natürlich im 12-Stunden-Rhythmus gemacht habe, sind die nicht alle gleichzeitig durchgetrocknet. Und deswegen habe ich die einfach zwischengelagert. Übrigens, wenn du noch mehr wissen möchtest, wie man Hefe selber herstellt und Leckeres damit backt und einfach auch sehen möchtest, was für Köstlichkeiten man damit zaubern kann, dann abonnier doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfahrst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wird. So, und hier habe ich jetzt die zweite Variante. Witzigerweise fand ich, dass das erste Mal das viel schwieriger war von der Handhabung. Da war der Teig noch sehr fest und nach 12 Stunden ließ sich das viel besser und einfacher verarbeiten. Das könnt ihr hier sehen. Das ist auch schneller durchgetrocknet. Interessanterweise. So, das war die zweite Charge. Das ist jetzt der dritte Teil, also das, was zum Schluss gemacht wurde. Das lässt sich wirklich ganz einfach da wegbrechen. Manchmal fliegt es ein bisschen rum, also passt ein bisschen auf. Und auch hier geht das in eine Schüssel. Backpapier kann nochmal verwendet werden, geht einfach zur Seite. Und hier habe ich jetzt meine drei Schüsseln und mixe das jetzt klein. So, und da habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe das Glück, dass ich da eine Gewürzmahlmaschine habe. Wenn ihr wissen wollt, welches Equipment ich generell benutze, dann seht ihr das unter diesem Video auch nochmal verlinkt. Und damit kann ich das wunderbar einfach einmal durchmahlen. Geht natürlich auch mit Kräutern und anderen Sachen und auch hier jetzt mit dem Hefe, mit der getrockneten. Einhändig konnte ich das jetzt nicht wegmachen, ich wollte aber da nicht so rumfuschen. So, hier könnt ihr sehen, schönes feines Puder und die restlichen Stücke gebe ich einfach noch mit hinzu. Ich könnte das Puder jetzt zur Seite legen, aber ich will die gleichen Gefäße nutzen. Deswegen packe ich das jetzt der Einfachheit halber dazu. Und ihr könnt aber mit Sicherheit auch einen Zauberstab oder einen anderen Mixer verwenden, vielleicht auch einen Smoothie Maker oder ganz zur Not, wenn ihr wirklich gar nichts dergleichen habt. Dann könnte man sogar das vielleicht mit einem Mörser da mal zerstoßen. Das wäre dann die Alternative. Und ganz zur Not, wenn ihr weder das eine noch das andere habt, dann könnt ihr es sicherlich auch so verwenden. Das heißt, wenn ihr es dann verbackt, dann kommt ja sowieso Wasser hinzu. Das zeige ich euch nämlich jetzt. Also ich habe alles fein gemahlen und teste mal anhand meines Buttermilchkrustenbrotes, das in der kommenden Woche am Samstag für euch kommt. Wenn es schon online ist und ihr das Video seht, verlinke ich euch das hier oben rechts. Und anhand dieses teste ich jetzt mal, wie die Triebkraft bei jedem einzelnen Hefepulver ist. So, und was ich jetzt noch sagen wollte, also wenn ihr gar keine Geräte habt und das nicht machen könnt, dann könnt ihr auch diese Plättchen nehmen, vielleicht kleiner zerdrücken, dann mit dem Wasser vermengen. Das wird sich irgendwann auch verbinden. Also, ganz zur Not braucht ihr kein Equipment. So, ich habe jetzt das Hefepulver mit 100 Milliliter Wasser und 50 Gramm von dem Mehl aus dem Rezept benutzt. Und jetzt könnt ihr das Ergebnis sehen. Ich habe einen Vorteig nämlich erstmal gemacht, weil ich wissen wollte, Mensch, ich könnte das alles zusammenpacken, wie ich das bei den Hefewasser einfrieren schon gemacht habe. Dieses Mal wollte ich testen, ob das besser geht mit einem Vorteig. Und tatsächlich, Nummer 2 und 3 gehen gar nicht auf. Nur das erste, was ich direkt getrocknet habe, da ist der Vorteig aufgegangen. Nun gut, das heißt ja nichts bei Hefewasser. Das kann ja im Ofen nochmal explodieren. Also Brote gemacht in den Backofen. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe es extra nummeriert, um nicht durcheinander zu kommen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Vielleicht noch nicht jetzt, aber ich zeige euch es jetzt mal von der Seite. Und zwar links das erste, was ich sofort getrocknet habe. Und das ist viel besser aufgegangen. Geschmacklich war alles natürlich gleich. Fazit dieses Videos ist also, wenn ihr Hefewasser selber trocknen möchtet, dann vermengt 100 Gramm Mehl mit 100 Milliliter Hefewasser und trocknet es direkt, zerkleinert es, lagert es sicher an einem Ort und wenn ihr das dann verbackt, am besten mit einem Vorteig. Wie immer bin ich gespannt, wie es euch gelungen ist und freue mich auf eure Kommentare. Ich sende euch ganz viele liebe Grüße, eure Emma.